Jetzt sehe ich deine Augen nicht mehr. Ach so. Das schon laufen? Ja? Also, was ich sagen will über die Männer. Uns Männer, also das ist zumindest meine Lebenserfahrung, fällt es wirklich oft sehr schwer, Frauen zu verstehen. Frauen ticken einfach anders. Vielleicht habt ihr Frauen das ja auch schon mal gemerkt, dass ihr oft von Männern nicht verstanden werdet oder Männer, ihr meint, Männer können nicht zuhören. Also ich habe das mit Gysi erlebt. Ja, wenn man sich liebt und man ist Mann und die Frau hat ein Problem, ja, da ist der Mann sofort auf Lösungssuche. Er möchte nicht, dass die Frau, die er liebt, ein Problem hat, möchte sofort helfen. Und es sofort hat zwei, drei, vier Lösungsvorschläge. Aber ich habe gelernt, Frauen wollen gar nicht sofort eine Lösung. Die wollen sich erst nochmal ausquatschen, sich von der Seele reden, in den Arm genommen werden, Verstanden werden auch. verstanden werden. Ja gut, ja. Klar, und das habe ich bei Gysi lernen müssen. Dürfen. Weil ich bin ein Mensch, ich gehe. Und ich glaube, viele positiv denkende Männer auch, sofort wenn ich ein Problem sich abzeichnet, sofort auf Lösungssuche. Ich lasse mich gar nicht reinfallen in diese, oh Gott, jetzt habe ich ein Problem, ich weiß gar nicht, wie ich das lösen soll, sondern denke sofort, okay, das hast du jetzt. Okay, wie gehe ich jetzt strategisch am besten vor, um dieses Problem zu lösen? Aber Frauen wollen erstmal nur, dass wir Männer zuhören. Auch zuhören konnte ich früher nicht, das habe ich gelernt. Ihr Frauen, ihr könnt gut zuhören. Nicht alle. Aber die meisten jedenfalls, das ist meine Erfahrung. Ich habe also das auch lernen müssen, dass ich war mit meinen Gedanken ganz woanders und meine damalige Frau erzählte immer noch. Aber jetzt habe ich echt gelernt zuzuhören. Ja, ich habe auch gelernt, dass Männer, also ich bin zumindest so groß, so aufgezogen, so erzogen worden, Männer müssen immer stabil mit beiden Beinen im Leben stehen und immer der Frau, ja, unterstützen und Halt geben und Männer dürfen nicht schwach sein, dürfen keine Schmerzen zeigen und so weiter. Volles Bullshit. Wir Männer dürfen auch mal traurig sein und das dürfen auch andere sehen. Und ich habe das auch als Mann genossen, mich in Gysis Arme einfach fallen zu lassen, wenn es mir mal so richtig schlecht ging und auch, dass ich auch weinen konnte, das habe ich auch durch Gysi gelernt. Und das tut so gut, das tut meiner Seele so gut. Und auch durch Gysi habe ich schätzen gelernt, auch das schätzen Frauen, wenn Männer Gefühle zeigen. Und wie? Ja. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, das ist meine Erfahrung, das andere Geschlecht besser kennenzulernen. Und wie machen wir beide das? Indem wir ganz stark reflektieren Ja. uns selber und auch gegenseitig Feedbacks geben. Das heißt, wir reden sehr, sehr Wir viel. reden sehr, sehr viel, wenn zum Beispiel ich muss noch gar kein Beispiel nennen, aber irgendetwas. Gysi hat eine Handlung gemacht und ich habe ein komisches Gefühl dabei, was ich mir nicht erklären kann. Vielleicht denke ich, ach, warum hast du das denn so gemacht? Oder finde ich jetzt blöd, was die das gerade da macht? Und da ich Gysi liebe, ist das ein blödes Gefühl, da passt das gerade nicht. Dann gehe ich, mache ich das offen. Und das ist so wichtig. Hey, Männer da draußen, es ist so wichtig, über seine Gefühle zu reden.
dann sage ich, hey Gesi, das, was du gerade gesagt, gemacht oder getan hast, das hat bei mir dieses Gefühl ausgelöst. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich kann es ja nicht erklären. Da wird darüber diskutiert, bis wir ein Ergebnis finden oder auch eben nicht. Aber wir haben es offen gemacht und Gesi versteht mich und ich verstehe, wie sie das dann tatsächlich gemeint hat. Vielleicht ganz anders, als wie ich es geglaubt habe. Das ist übrigens auch ein sehr spannender Faktor, dass wir oft für dasselbe Wort oder für denselben Satz dem eine unterschiedliche Bedeutung geben. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. So entstehen aber auch Missverständnisse in der Beziehung. Mhm. Eine Frau sagt einen Satz X und der Mann versteht, bei dem Mann kommt eine völlig andere Botschaft an. Mhm. Und dass das zu Missverständnissen führen kann oder auch zu Stress oder auch zu Krach und Streit, ist doch wohl ganz logisch. Deswegen, wenn uns beiden das auffällt, wir machen das offen. Und ist es heute so zum Beispiel schon so weit, dass wir sagen, dann gehen wir gegenseitig sagen, ich habe dich jetzt so und so verstanden. Und dann kommt ein Feedback, ja, habe ich so gemeint, oder? Da kommt ein Feedback, nee, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Mhm. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das ist meine Erfahrung, die ich mit Gesi habe, wirklich sich zu öffnen als Mann. Und bitte Frauen, habt dafür Verständnis, wenn das nicht sofort gelingt. Wir Männer, ja, ihr habt selber Väter gehabt und Geschwister gehabt. Wir Männer sind für eine bestimmte Rolle erzogen worden und davon müssen wir Männer uns mehr und mehr lösen. Ihr Frauen natürlich auch. Deswegen habt Verständnis füreinander, wenn etwas nicht so harmoniert. Aber wenn ihr euch wirklich liebt, findet einen Weg, über die Dinge zu sprechen und zu diskutieren. Das macht so viel Freude. Und auch mal eine andere Meinung des Partners stehen zu lassen. Mhm. Wir haben ein Abkommen geschlossen, dass in den meisten Fällen finden wir immer eine gemeinsame Lösung, wo wir gemeinsam hinterstehen können. Aber wenn ich manchmal auch aus meinem alten Ego-Denken heraus denke, nee, also das kann nicht sein, dass sie jetzt das macht, tut, denkt oder wie auch immer, dann nehme ich mich selber zurück, halt, stopp, sie ist ein frei denkender Mensch, sie hat das Recht, an meiner Seite gleichwertig ihre eigene Meinung zu haben und da habe ich mich zurückzuziehen und das zu akzeptieren. Andersrum wünsche ich mir das natürlich auch von meiner Partnerin. Und? Hm? Geht dein Wunsch in Erfüllung? Ja, wir leben das so. Und ist natürlich nicht von heute auf morgen. Das war Arbeit und wir haben gelernt und was für mich persönlich immer schon ganz, ganz wichtig war, Persönlichkeitsentwicklung und da geht das hin. Im Grunde müsste jeder Mensch, ist leider in den heutigen Schulen, wird sowas ja nicht gelehrt, jeder Mensch müsste sich wirklich darum bemühen, seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Mhm. Immer, es kommen neue Dinge dazu, neue Erkenntnisse. Und das ist so toll, in einer Partnerschaft gemeinsam zu wachsen. Und ja, also ich genieße das und ich lebe an Gesis Seite zum allerersten Mal wirklich ich lebe mich selbst. Und was ich auch durch diese Beziehung was sich verändert hat, ich fühle mich zum ersten Mal richtig als Mann. Das ist ein ganz, ganz anderes Gefühl, als wie ich früher gelebt habe. Ich versuche nicht mehr die Rolle Mann zu erfüllen, sondern ich will ich selber sein, so wie ich wirklich bin als Mann. Und da lässt Gesi mir ja total freien Raum, also das ist so genial, das ist mit Worten nicht zu beschreiben. Andersherum wünsche ich mir das natürlich auch für Gesi, dass sie absolut auf sich selber hört, auf ihr Herz hört. Das ist ja auch ihr Motto, der Spruch, lass dein Herz ein Kompass sein. Das war Gesis Spruch, hat sie kreiert und genau das soll sie auch leben. Oft rutscht sie noch in so einer Rolle rein, von früher, wo sie glaubt,
anderen Menschen gefallen zu müssen oder Handlungen tun zu müssen, weil andere das vielleicht erwarten. Aber das ist Bullshit. Vor allen Dingen in einer Beziehung ist das ein schönes Übungsfeld. Wichtig ist für jeden Partner, bei sich selbst bleiben zu können. Und wenn im Grad mal dicke Luft ist, das geht vorbei. Wichtig ist, dass keiner für den anderen irgendetwas für sich aufgibt, was er nicht aufgeben will. Und das genieße ich. Ich war noch nie so ich selbst wie an Gisis Seite. Und ich habe das Gefühl, seit Gisi auch mehr und mehr sich selber lebt, wächst sie auch über sich hinaus. Und sie schreibt so wunderschöne Texte und Inhalte, die wirklich aus ihrem Herzen kommen. Als wir uns kennenlernten, hat sie gar nicht geschrieben. Also, auch ein Spruch, glaube ich, von dir, Gisi. Beziehung oder Partnerschaft ist ein Wachstumsbeschleuniger. Egal, ob ihr einander versteht oder nicht. Ja, ich könnte jetzt noch bestimmt eine Stunde weiterreden. Aber es ist ganz wichtig für mich, einen gleichwertigen Partner neben mir stehen zu haben auf Augenhöhe. Jeder hat seine eigenen Talente. Ich bin nicht so gut in Rechtschreibung, dafür in Mathe etwas besser. Gisi ist super gut in Deutsch, dafür in Mathe nicht so gut, als Beispiel. Und so ist jeder für sich selbst perfekt. Und man ergänzt sich einander. Und ja, das ist schon ein total geiles Gefühl. Ja. Und es braucht Zeit, um das zu entwickeln. Ja. Das war's eigentlich.